So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir die Bestätigung bekommen, dass Günther ebenfalls ein Geheimagent ist, beziehungsweise ein richtiger Geheimagent, denn als er uns das damals gesagt hatte, da haben wir ja ihn nur belächelt, aber er ist mit Frau X sogar ja, relativ, ich würde jetzt nicht sagen gut befreundet, aber die kennen sich und er hat auch für uns gebürgt bei Frau X, dass wir uns mit ihr treffen können, so rum. Und ja, jetzt haben wir eine sehr große Mission vor uns und die wollen wir natürlich erfolgreich abschließen. Da Frau Drake im Dunkeln bleibt, müssen wir uns auf altmodische Spionage verlassen, um herauszufinden, was sie plant. Glücklicherweise hat meine raffinierte Agentin Silencia Tranquila bereits das Ziel im Visier. Triff dich so schnell wie möglich in Yala heim, Silencia, und erzähl niemandem sonst von deiner Mission. Wir wissen nicht, wem man trauen kann. So, wenn wir jetzt nicht wissen, wem man trauen kann, warum besprechen wir das alles, während jemand anwesend ist, jemand anderes? Die können natürlich auch der Verräter in unseren Reihen sein. Ja. Und übrigens, ich hatte ja vor, ich glaube, vor drei Folgen? Auf jeden Fall hatte ich ja mal Courage, wenn man das selbst hier jemand anderen hilft. Das war übrigens die Zivilcourage, die ich gemeint habe. Ja, das ist mir jetzt nach ein paar Tagen eingefallen, wie das heißt. Und das möchte ich natürlich sehr gerne mit euch teilen. Ja, denn wir mussten mal im Ethikunterricht einen Vortrag über Zivilcourage halten und mussten da auch ein Beispiel nennen, beziehungsweise ein Beispiel, das auch wirklich stattgefunden hat. Das war sehr, sehr, sehr schön. So, jetzt gucken, wo ist denn hier die Tranquila? Ist sie hier irgendwo? Da haben wir Silencia Tranquila. Frau X hat dich geschickt, hat sie dir auch gesagt, du sollst ein leuchtendes Neon-Schild mit der Aufschrift Hier bin ich tragen, dann such sie dein Outfit für mich aus. Vergiss es, bleib einfach dicht bei mir und versuche keine lauten Geräusche mehr zu machen. Achso, gehört Tiger Ace, keine lauten Geräusche mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Etwas Großes wird geschehen. Ich habe Frau Drake tagelang verfolgt und alles sollte auf ein streng geheimes Treffen hin, genau hier in dieser Gasse. Frau Drake wird jetzt jeden Moment hier sein. Schnell, wir müssen uns verstecken. Entfessel deinen inneren Ninja und verstecke dich im Schatten. Vergiss es, du wirst auffallen wie ein Nashorn beim Rodeo. Suchen wir uns so etwas wie eine Kiste, in der wir uns verstecken können. Und wir transformieren uns einfach zu einer Kiste. Toll, eine sehr gute Tarnung. Und gerade noch rechtzeitig. Hier kommt sie. Und da steht mein Pferd, das sie zum Glück ja gar nicht kennt. Ah, die stolziert aber auch sehr schön. Ja. Wo ist er? Psst, gehen wir näher ran. Fällt überhaupt nicht auf. Ah. Sogar mit hier Springerstiefeln. Frau Drake, endlich treffen wir uns. Wer sind Sie? Wo ist Herr Sands? Herr Sands konnte nicht selbst kommen, aber weil er solchen Respekt vor Ihnen hat, schickt er mich. Was sind Sie? Sein Assistent? Assistent? Kann ein Assistent die Kräfte von... Sorry, ja. Assistent, sowas in der Art. Das Geschäft gilt. Sie stellen die Bergbauausrüstung zur Verfügung. Wir liefern Ihnen 50% des unverarbeiteten Drakoniums. 60%. Was? Aber wir besitzen die Extraktionsrechte. Aber ohne unsere Ausrüstung ist es nur ein wertloses Loch im Boden. Oder Sie könnten Ihre Arbeiter einfach weiter in den Wahnsinn treiben, indem Sie sie ungeschützt dorthin schicken. Gut, 60%. Und Herr Sands stellt eine weitere Bedingung. Der alte Mann, Hermann, übergeben Sie ihn uns. Er ist nur ein alter Pferdetrainer, der keine Ahnung hat. Wir planen, ihn gehen zu lassen, sobald unsere Anwälte sicherstellen können, dass er es sich nicht anders überlegen und uns wegen unrechtmäßiger Inhaftierung verklagen kann. Warum soll er sich dafür für ihn interessieren?
Sie bringen ihn zu unserem Frachtkahn am Mondlandstrand oder das Geschäft ist geplatzt. In Ordnung. Und hören Sie auf, mit Ihrem Stab hier rum zu pieksen. Und noch etwas. Draconium. Finden Sie nicht, dass Draconium besser klingt? Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus, Assistent. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin Kapitalistin, keine Ganovin. Und so trennen sich ihre Wege. Vor allem, was hat denn der da? Ist das wie so eine Fuchstaste? Taste. Fuchs. Tatze. Nicht Taste. Wer war dieser durchgeknallte Typ? Den habe ich noch nie in Jarlaheim gesehen. Darkor? Und Frau Drake hat gerade versprochen, ihn deinen Freund Hermann zu übergeben? Das ist echt uncool. Finde ich auch. Genau, die bisher größte Aktion von Fort Drake ist der Bergbau in Old Hillcrest, wo eine Substanz namens Draconium gefunden wurde. Die Wissenschaftler von JG sagen, dass dieses neue Mineral das Potenzial hat, den globalen Energiemarkt zu revolutionieren. Frau Drake hat voll und ganz auf dieses neue Mineral vertraut und setzt dabei ihre Karriere aufs Spiel. Die Zusammenarbeit von Darkon und der JG ist die perfekte Kombination des Bösen. Wir müssen zurück zum Observatorium 12, um Frau X die schlechte Nachricht zu überbringen. Was dagegen, wenn wir zu zweit reiten? Ich bewege mich leise wie der Wind, aber dein Pferd ist immer noch schneller. Klar, kein Problem. Setz einfach dicht drauf. Nicht so steif. Sie lehnen sie ja. Ist bestimmt nicht gut für den Rücken. So wie sie gerade oder wie du gerade da sitzt. So, und jetzt dürfen wir mal dort hochreiten. So, hallo. New Hill Quest Stall. Ach, ich hoffe mal, man hat dann irgendwann mal eine Abkürzung. So, dass man nicht immer noch mal 5 Kilometer dorthin reiten muss. So. Wie machen wir denn das jetzt mal hier? Wir können eigentlich gleich hier runter. Ja, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Der Winterweg. Ich glaube, mit meiner Verfassung brauche ich jetzt an keinen Championat dran teilzunehmen. Bei Tiger ist glaube ich erst wieder auf Laune Stufe Nummer 2 von, ich keine Ahnung, 6. Also da haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns. Um wieder zur alten Stärke zu gelangen. So. Der Arme, der wartet immer noch auf seine Insekten. Und wir müssen genau hier lang. Da bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, Hermann jetzt im gleichen Atemzug zu... Ach nein, Quatsch, die Fähre. Toll, die Fähre ist ja ein anderer Handlungsstrang. Das heißt, ja, gut, man kann keine zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay, gut, dann muss man Hermann Boot dann auf eigene Weise retten. Und wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. So. Tada. Man kann vom Observatorium hier schön auf das Old Hillcrest gucken. Was ist los, William? Du siehst aus, als hättest du den Teufel persönlich gesehen. Ja, wenn sie wüssten. Die GID arbeitet mit Dark Horse zusammen. Frau Drake muss wirklich verzweifelt sein, wenn sie die Gewinne mit ihrem größten Feind teilt. Ich habe fast Mitleid mit ihr. Die Zukunft der Operation Sommerregen ist ungewiss, aber wenn es einen Silberstreif am Horizont dieser düsteren Entwicklung gibt, dann ist es die Tatsache, dass Coach Schneeblume lebt und wohlauf ist. Für den Moment, wir müssen schnell handeln. Da ist eine Schneeblume.
Wir wissen, dass die GLD deinen Freund Hermann den Agenten von Darkor am Molenstrand ausliefern wird. Das heißt also vom Regen in die Traufe. In der Tat, deshalb ist es wichtig, dass wir eine Rettungsaktion starten. Und dieses Mal werden wir Erfolg haben. Alle Straßen zwischen Epon und Silverglade führen über die Brücke am Wolf Hell. Hell in, also die Hölle. Ja, und das war für mich auch manchmal die Hölle, dorthin zu gehen. Vor allem mit Frank und Igor. Dies ist das perfekte Nadelöhr. Was ist denn ein Nadelöhr? Oder ließ ich das gerade wieder komplett falsch wie? Was war das Gastank mit? Gastank, genau. Wir müssen nur eine Möglichkeit finden, den GLD-Transporter zu stoppen, bevor die Brücke überqueren kann. Klingt nach einem Job für Silencia Tranquila, Meisterin der Tarnung. Vivian, wir treffen uns in New Hillcrest. Ich habe einen Freund, der uns bei der Ablenkung helfen kann. Oh, muss ich ja wieder dorthin reiten. Das ist ja voll uncool. Warum habe ich denn kein Pegasus so als Pferd? Dann kann man sagen, hier breite deine Flügel auf und aus und schwebe dort hinüber. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg dazu zurückrennen. Was ist denn das? Naja. Aber es gab schon schlimmere Aufgaben bei Star Stable Online. Zum Beispiel, wo ist Gretchen? Das war auch eine sehr, sehr, sehr interessante, ja, wie kann man sagen, Geschichte. Hatten wir sonst noch irgendwas, was extrem anstrengend gewesen ist? Ich glaube, bestimmt, aber daran kann ich mich nicht erinnern, weil das mich traumatisiert hat und ich habe dieses Trauma erfolgreich in irgendeine hinterste Ecke geschoben. Aber jetzt wirklich fällt mir jetzt nichts weiter ein, was extrem ja, nervenaufreibend gewesen ist. Vielleicht die Dundul-Geschichte? Ja, Dundul könnte auch sein, weil da hat man ja auch nur ups, nur einen Transporter und darf dann dort hier 50 Kilometer lang weit reiten. Ich glaube, die Dundul-Geschichte war für mich auch dann mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Einfach von der Entfernung her, aber ansonsten. Und natürlich Restaurant Silber gab. Also das war ja der Super-GAU. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. So, was ist denn jetzt hier die Silencia Tranquila? Ach da. Oh ne, wer ist das denn? Gut, du hast es geschafft. Du wurdest doch nicht verfolgt, oder? Denk daran, wir wissen nicht, wem wir vertrauen können. Wer ist das? Ist das ein GLD-Mitarbeiter, das so schön rumslidet? Oh. Ja, ich gehe ja schon runter. Mein Freund ist gleich da drüben. Wir machen Jalaheim zusammen mit Talia Impro-Theater. Im Übrigen ist der Typ wirklich cool und würde sich normalerweise nie mit dir abgeben. Tu, was ich tue und versuche, mich nicht in die Verlegenheit zu bringen. Hallo, William. Was machst du so? Doch bestimmt etwas Wichtiges. Mein Vater heißt William. Bitte, Silencia, nenn mich Billy Bulldozer. Oh! Billy Bulldozer. Das war jetzt nicht der mit der Horse-Zombie-Pole-Dance-Trembling-Apokalypse, oder war das der? Nee. Billy Bulldozer. Tut mir leid, Billy Bulldozer. Keine Ursache. Nun, wie kann ich dir helfen? Du hast geschrieben, es sei sehr wichtig. Ich muss mir eine deiner Bauarbeiteruniform ausleihen. Für ein Stück, das ich aufführen will. Eine meiner Uniform? Für ein Theaterstück? Ziemlich verdächtig. Dass du mich nicht einlässt, bei dir mitzumachen. Es ist eine Art experimentelle Rolle. Performancekunst, wenn du willst. Sehr kleines Publikum. Nicht wichtig genug für ein Talent wie dich. Unsinn. Ich bin Billy Bulldozer. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Aber ich kann verstehen, wenn du das Schweinewehrpflicht, ja, Scheinwerferlicht nicht teilen willst. Ein Frauschau. Talia wäre stolz. Natürlich kannst du dir eine Uniform leihen. Gibt es sonst noch etwas, das du für deine Show brauchst? Ein paar Requisiten vielleicht? Wir könnten in der Tat einige Straßensperren gebrauchen, falls du etwas entbehren kannst, Billy Bulldozer. Natürlich, liebe Silencia. Stern des Theaters, was meins ist, ist auch deins. Wir haben gerade einen Bauauftrag hier in New Hillcrest beendet. Nimm dir, was du brauchst. Aber die kennen wir doch, oder? Den Billy Bulldozer, das sagt mir zumindest irgendwas.
Was habe ich dir gesagt? Ist mein Freund nicht einfach obercool? Kannst du mir bei der Bauarbeit und Reform helfen? Ich weiß nicht, welches Ende wohin gehört. Hä? Ist doch gar nicht so schwer. Ist sie doof? So. Danke für die Hilfe. Die Verkleidung ist komplett. Billy Bulldoze hat gesagt, wir können uns die Straßensperren ausleihen, die hier in der Stadt aufgestellt sind. Sammle ein paar ein und komm wieder hierher zurück. Ich würde ja helfen, sie einzusammeln, aber ich kann mich in diesem Outfit kaum bewegen. Ach, deswegen stehen die immer nur so rum. Mhm. So. Wo sind die Straßensperren? Toll. Da. Nummer 1. Und was ist das denn hier? War ich hier schon mal? Achso, das wird das Straßensperren nicht funktionieren. Na gut, den Müll nehmen wir hier noch mit. So. Hallöchen. Popöchen. Mach mal, denn jetzt hier nur noch eine Straßensperre. So. Wir haben hier jetzt den Hawaii. Hawaii Jones. Okay. Komm, das Auto, das nehmen wir schon mit. Dann haben wir hier. Professor Chiron. Mhm. Guck mal. Ey, hä? Also, Leute. Also, die 20 cm hätte man ja auch noch schaffen können. Hier. Was soll denn das? Unverschämt. Hier haben wir noch eine Straßensperre. Die nehmen wir einfach mal mit. Obwohl die auf einem Grundstück steht. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht benötigen. Die hier sollten den Zweck erfüllen. Wir haben alles, was wir für die Ablenkung brauchen. Jetzt müssen wir schnell zur Brücke, bevor der GID-Transport ankommt. Triff mich so bald wie möglich im Wolf's Hell in. Okay, wer sagt dir, dass eigentlich Hall heißt und nicht Hell? Na gut, vielleicht hat die da ja auch ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt, wodurch das sich als Hölle bei ihr eingebrannt hat. Aber naja, jetzt gehen wir mal zur Hölle. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den Hermann in dieser Folge noch retten können. Oder ob irgendwie da mal was schief läuft. So. Wolf Hell in. So. Wo sind denn die Leute hier? Da. Du hast es gerade noch rechtzeitig geschafft. Der GID-Transporter ist unterwegs. Achso. Absteigen. So. Die abgebauten Straßensperren sind gleich hier drüben. Beeil dich und stell sie vor der Brücke auf. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich in meine Rolle hineinversetzen, bevor der Transporter ankommt. Alles klar. Judy, mach mal so. Ich bin ja stark. Ein starkes Mädchen. Ich krieg das schon hin mit diesen ganzen Straßensperren hier. Es ist nicht schön, aber es muss genügen. Der Transporter nähert sich. Das ist unsere einzige Chance, seinen Freund Hermann zu retten, bevor sie ihn an Darko übergeben. Also vermassel es nicht. Okay, es wird Zeit, der Welt meine neue Rolle vorzustellen. Hier kommt Sally Steamroller. Versteck dich, will, wenn sie kommen. Wo kommen die denn? Seht die gar nicht. Eieiei, die müssen mal hier oben auf ihre Geschwindigkeit achten. Tja, die Bremsen würde ich auch gerne mal haben. Halt, die Brücke ist wegen der Notreparaturen gesperrt. Was ist denn kaputt? Ich bin erst heute Morgen drüber gefahren. Mikrofrakturen, sie müssen hier warten, bis der Kleber ausgehärtet ist. Kleber? Was machst du? Wer bist du? Bist du überhaupt alt genug, um hier zu arbeiten? Ich bin Sally Steamroller und werde ihre Respektlosigkeit nicht tolerieren. Okay, okay, meine Güte, ich brauche sowieso eine Donutpause. Oh, etwas für mich.
Aha. Okay, seit wann habe ich schon so viele Geschenke jetzt zu bekommen? So, jetzt tun wir mal hier die Autotür öffnen und hoffen einfach mal, dass Hermann drin ist. Hey, was ist da hinten los? Sally Steamroller sagt, schenkt dem Mädchen hinter dem Transporter keine Beachtung. Sofort stehen bleiben. Sofort stehen bleiben, dann steig erstmal aus, du Vogel. Vivian, du ahnst nicht, wie glücklich ich bin, dich wiederzusehen. Ich würde lieber für den Rest meiner Tage Stelle ausmisten, als wieder in diesen Transporter zu steigen. Komm schon, lass uns von hier verschwinden. Yay! Dumm. Ja. Hätte wenigstens erwartet, dass jetzt hier der Transporter jetzt hier mir folgt, aber offenbar nicht. Weiter, weiter. Ja, ich reite ja weiter, aber es kommt doch nicht, Hermann. Wir können doch einfach hier oben hier irgendwo lang reiten und uns hinter Baum verstecken. Da kommen die auch nicht. Da kommen sie. Vorsicht. Ach, da. Ei. Ei. Alter, das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Das ist ja gemeingefährlich hier. Ja, reite schneller. Ich reite ja schon schnell. Tiger, ey, schnell. Ja, hub mich nicht an. So. Oh. Vor allen Dingen, wo haben die denn auf einmal diese ganzen Gerätschaften hierher? Lol. Oh. Ja. Hä? Aber habe ich ja so lange gebraucht? Nur 9 Sekunden, 7 Sekunden. Leute, was ist mit euch hier los? Braucht ein bisschen mehr Zeit, um hier. Ja, alles hier irgendwie zu schaffen. Naja, das schaffen wir schon. Wir müssen ja ungefähr jetzt sehen, wie das hier abläuft. Da kommen sie, ja. So. So. Reite schneller, ja. Ich kann nie mehr reiten, weil ich mich nicht um mein Pferd gekümmert habe. Deswegen ist er so langsam. Dies ist alles meine Schuld, Hermann, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen. Gottes Willen war das knapp. So. Schnell, schnell, schnell. Huch, ich hab's geschafft. Ha, wir werden sie los. Ja, sag's nicht so laut. Ich muss immer noch hier die Zeit schaffen, Hermann. Sonst müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. Nee. Wir haben Hermann gerettet. Juhu, wir haben sie abgehängt. Ich habe zu meiner Zeit viele talentierte Reiter gesehen und ich glaube, Vivian, du könntest sie leicht schlagen. Du musst wirklich Aidens Gunst genießen. Ja, und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle beende ich mal die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir, ach, da ist ja auch so ein komisches Portal, werden wir mal mit Frau X sprechen und ja, dann müssen wir, denke ich mal, noch die letzten Schritte für Mission Sommerregen erfüllen, damit nämlich die GID dieses Draconium nicht bekommt oder vielleicht auch in ihr eigenes Verderben rennt. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge herausfinden und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.